Im Oktober richtet Baden-Württemberg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Sie stehen unter dem Motto Zusammen einzigartig. Was hat es mit dem Motto auf sich? Das Motto meint, dass wir ja zusammengewachsen sind, ja, indem wir die Einheit wiedergewonnen haben in großer Vielfalt. Und wir in Baden-Württemberg sind ja das einzige Land, das nach dem Krieg sich auch verschiedenen Ländern zu einem größeren Land zusammengeschlossen hat. Und wir können zeigen, diese Vielfalt in der Einheit, dass es eine Stärke ist, und das ist heute die ganze Bundesrepublik Deutschland, ja, ein vielfältiges Land mit ganz unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten und Eigenheiten. Das macht ein Land stark. Die Feierlichkeiten finden am 2. und 3. Oktober statt. Was sind die Highlights? Ja, gut, die Highlights sind natürlich die Ländermeile, ja, es ist ein Fest der Länder. Weitere Highlights sind natürlich kulturelle Abende für alle, die da an zeitgenössischer Musik ihre Freude haben, an verschiedenen interessanten Bands. Interessant ist natürlich aber auch, wie sich Baden-Württemberg darstellt, selber als Land, als eines der innovativsten Länder Europas, als ein Land mit starken Kommunen und einer großen ehrenamtlichen Bürgerbeteiligung seiner Menschen. Neben vielen Staatsgästen sind auch Bürgerdelegationen der Länder geladen. Was hat es mit diesen Delegationen auf sich? Ja, das ist schon eine schöne Tradition seit 1995, dass jedes Land etwa 15 ehrenamtlich tätige und bürgerschaftlich Engagierte einlädt. Damit dokumentieren wir einfach die Zivilgesellschaft, Menschen, die sich selber engagieren und nicht warten, bis irgendjemand für was für sie tut. Das ist die eigentliche Stärke, um die uns viele in der Welt beneiden. Jüngere Menschen haben bereits keine persönliche Erinnerung mehr an den Mauerfall. Wie wichtig ist es, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten? Das ist ganz wichtig. Nur wer seine Wurzeln kennt, kann auch frei in die Zukunft schauen und auch sich dahin auf den Weg machen. Und Friede und Freiheit, da braucht man sich ja nur in der Welt umhören, ist nichts Selbstverständliches. Und dass wir diese Einheit, das Recht und die Freiheit wiedergewonnen haben, so wie wir es in unserer Nationalhymne singen, das ist ein großes Ereignis. Vor allem aber, dass diese Revolution friedlich, ohne Blutvergießen war. So kann man sehen, wenn Menschen sich um eine Idee zusammenschließen, können sie sehr viel erreichen. Und diese Wiedervereinigung war wirklich ein Wunder, das die Menschen bewirkt haben.